Ich begrüße Sie vom Flughafen Zürich. Ich fliege gerade heute mit Swiss, beziehungsweise eigentlich mit Helvetic. Denn der erste Flug jetzt von Rom nach Zürich hier gegen Swiss und der zweite geht jetzt mit Helvetic nach Berlin. Und naja, ich wollte euch eigentlich die Embraer E195E2 zeigen, das neueste Flugzeug von Helvetic. Ja, es wurde leider geändert zu einer normalen E190, glaube ich. Ich muss vielleicht nochmal schauen, welches Flugzeug heute benutzt wird, aber ja, ich wollte halt euch super gerne die Insta dabei zeigen, aber das geht ja leider nicht. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, wie hier Helvetic ist, ob es da jetzt irgendwie einen Unterschied gibt zu Swiss oder irgendwie sowas. Und ja, mal schauen, wie der Flugzeug wird. Das Gate für meinen Flug wurde jetzt auch schon angezeigt und das ist das Gate B08. Wenn ich mich nicht erinnere, ist das ein Busgate. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, denn wir fliegen ja in der Embraer E190 und die von der Helvetic steht in der Regel raus auf dem Vorfeld, also würde das eigentlich passen. Und ich kann schon mal ganz gut hinlaufen, ich habe noch eine Stunde bis zum Boarding, also ganz ruhig. Aber ich kann mal ein bisschen Zeit hier vertreiben. Naja, dann geht es halt auch schon gleich auf den Flug, so lange ist das jetzt auch nicht. Ich wollte dann eigentlich noch zu Burger King gehen, bis mir eingefallen ist, in welchem Land ich bin und wie hoch die Preise sind. 20 Euro für so ein Burger-Menü, nee danke. Ich bin da lieber durchs Terminal gelaufen, habe mir noch ein bisschen die Flugzeuge angeschaut, also zum Beispiel auch Edelweiss, ist auch so eine Tochterfirma von Swiss. Air Baltic hat übrigens viele Flugzeuge da, weil Swiss gerade eine Partnerschaft mit denen hat. Und dann bin ich auch schon weiter zu dem Gate gelaufen. Ja, die Abflugszeit ist übrigens 13.25, landen sagen wir um 14.50, also ja, gute anderthalb Stunden Flugzeit offiziell. Wahrscheinlich wird es etwas über eine Stunde werden am Ende. Und ja, mal sehen, wie hier Helvetic halt so ist im Vergleich zu Swiss, ob es da Unterschiede gibt. Wenn ja, welche. Auf dem Weg zu meinem Gate konnte ich dann das Flugzeug für den heutigen Flug auch schon sehen, eine Embraer E190 Long Range, die gerade aus Sofia kommt, gelandet war, pünktlich und somit stand einem pünktlichen Abflug nichts im Wege. Ja, dahin ist gerade mein Flugzeug angekommen. Jetzt weiß ich auch schon mal, wo es steht. Es wird keine lange Busfahrt. So ein paar hundert Meter. Und, ja, dann sind wir gleich beim Flugzeug. Aber jetzt mal geht es natürlich zu Boarding. Das startet halt ja, ein bisschen früher, halt nicht sehr viel früher. In normalen Gruppen halt für das Swiss. Da ist ganz normal. Das Boarding fing dann überpünktlich an. Das wurde sehr diszipliniert gearbeitet. Es wurde wirklich auf die Boardinggruppen drauf geachtet. Und dann ging es auch schon rein in den Bus, der uns dann zum Flugzeug gebracht hat. Die Busfahrt zum Flugzeug war, wie erwartet, nicht wirklich lang. Dementsprechend bräuchte ich jetzt euch keine großen Aufnahmen zeigen, weil so viel vom Vorfeld habe ich dann auch nicht gesehen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie über den Flughafen Zürich reisen. Welcome and thank you for traveling via Zurich Airport. Kommen wir nun aber endlich mal noch zum Flugzeug. Und diese Embraer E190 Long Range hat insgesamt 112 Sitzplätze in einer Einklassenkonfiguration verbaut. Das heißt konkret, je nachdem wie viele Business Class Tickets Swiss verkauft, werden vorne einige Sitze für die Business Class reserviert. Der Rest ist dann halt die Economy Class. Das unterscheidet sich dann halt je nachdem wie voll Business Class ist von Flug zu Flug. Die Sitze sind aber wie gesagt an sich die gleichen. Es wird dann eine Vorordnung aufgehangen, wenn es wird. Ich sitze wieder ganz weit hinten im Flugzeug, das heißt 25. Reihe. Auf Sitzplatz 25F. Das Fenster ist da nicht wirklich gut positioniert, aber naja, ist noch okay. Die Sitze haben natürlich auch den Vorteil, dass sie in einer 2-2-Konfiguration verbaut sind, das heißt keine Mittelsitze. Ansonsten sind die Sitze älter, aber es reicht noch für solche kürzere Flüge, würde ich mal sagen. Der Sitz selbst bietet alles, was man auf so einem Flug eigentlich braucht. Also klar, ein Entertainment-System ist nicht verbaut, es gibt halt einen Tisch, der ist an sich groß genug, Sauberkeit war okay. Darunter gibt es dann halt noch eine Sitztasche mit ein bisschen Zeug drin halt, Sicherheitskarte, Bordmenü und sowas halt alles. Zeige ich euch später noch und der Sitzabstand war für so ein Regionalflugzeug ausreichend. Was ich nicht so gut fand, war, dass es an der Seite solche Lücken gab, das heißt, da können ziemlich einfach Sachen rausfallen. Der Ausblick nach draußen war dann nämlich ganz schön, weil auch die großen Whitebody-Flugzeuge direkt neben einem geparkt haben. Die Kabine hat sich dann gefüllt und da ging es auch schon zum Start. Und anschließend in Richtung Bodensee treten mein Kollege Harald Federer und wird Sie nach Berlin fliegen. Er wird Ihnen später dann noch weitere Informationen zum Flugverlauf geben. Cabin crew, prepare for departure.
So, kommen wir jetzt nun aber noch zum Flugnetz bei Helvetic, beziehungsweise Swiss, weil der Flug wird ja für Swiss durchgeführt. Die Kabine war gut gefüllt, also es waren wenige Plätze wirklich nur frei. Mein Nebenplatz war zum Beispiel auch belegt und über den Köpfen finde ich hier Leselichter, irgendwie Lüftung, Crew-Call, Anschaltzeichen, sowas halt alles. Der komplette Standard. Und in der Sitztasche gab es ja auch noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen kann. Es gab halt zum Beispiel eine Kotztüte, aber es gab halt auch dieses Menümagazin, wo man halt verschiedene Sachen kaufen kann, also Burger zum Beispiel, aber auch Getränke, andere warme Mahlzeiten, aber auch Schokoriegel und sowas halt alles. Ist nicht gerade günstig, ich finde es als Alternative für einen guten Service wäre es toll. So wie es Swiss bisschen mit Lufthansa macht, finde ich es nicht toll. Später dazu noch mehr. Es gibt natürlich auch noch ein In-Flight-Shopping-Magazin, wo man auch alles mögliche kaufen kann. Und da wir in einem Schweizer Flugzeug sind, kann man natürlich eine Menge Uhren kaufen, wenn man möchte. Aber man kann auch zum Beispiel Zigaretten, Brillen, Kopfhörer, sowas halt auch alles kaufen. Interessanter finde ich aber eher die Seite, wo man ein Flugzeugmodell kaufen kann. Also 40 Franken sind natürlich auch nicht ganz günstig, aber ehrlich gesagt war das das Spannendste da drin. Es gibt natürlich auch eine Sicherheitskarte und ja, die bietet alles, was man halt im Notfall wissen muss und wird anscheinend auch oft genug ausgetauscht. Der Blick nach draußen hat mir dann aber doch besser gefallen und gerade wenn man so über Süddeutschland und die Schweiz fliegt, ist der Ausblick natürlich ganz schön. Dann kam auch der Service und ehrlich gesagt, der ist halt wirklich leider einfach noch schlecht. Für eine Premium Airline ist das einfach nicht gut. Dadurch, dass es übrigens kein Getränk mehr nach Wahl gibt, spart sich Lufthansa bzw. Swiss 47 Cent pro Passagier. Das ist, was sie sparen und das ist halt, was sie euch nicht wertet. Klar, auf viele Passagiere, die Millionen gerechnet, ist das dann doch eine ganze Menge, aber ehrlich gesagt, 47 Cent ist nicht die Welt und Lufthansa sich bewusst dafür entschieden, halt, nee, so viel sind unsere Passagiere nicht mehr wert. Hinten in der Kabine gab es dann noch eine Toilette, die war groß genug für eine kleine Regionalmaschine wie die Embraer. Es war auch alles vorhanden, was wir brauchen. Ein funktionierender Wasserhahn, genug Tücher, um die Hände abzutrocknen, eine Toilette natürlich, Toilettenpapier und natürlich auch ein Aschenbecher. War alles vorhanden, passt. Ich habe mich dann wieder hingesetzt und noch den kurzen Flug genossen. Dann kurz darauf gingen die Anschnallzeichen dann auch wieder an und wir sind in den Landeanflug auf Berlin gegangen. Gäste, herzlich willkommen in Berlin. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen ausgeschaltet wird. Der uneingeschränkte Gebrauch vom Mobiltelefon ist nur mit erlaubt. Bitte seien Sie bei euch an der Gepäckablage vorsichtig, um das Herausfallen von Handgepäck zu vermeiden. Wir hoffen, dass Ihnen Ihr Swiss und Starlights für gefallen hat und freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Im Namen von Swiss und der heutigen Heroic Airways Besatzung wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag und eine gute und sichere Weiterreise. Besten Dank und auf Wiedersehen.
Anders als in Zürich verlief das Deboarding bei dem Flug wirklich sehr entspannt und es war kein Chaos, also es war alles okay. Und da ging es auch für mich raus dem Flugzeug, ich habe wieder abgewartet und die anderen vorgelassen, weil ich saß eh ganz hinten, also was soll's. Und ja, dann war ich wieder in Berlin. So, jetzt bin ich wieder hier in Berlin, bin angekommen und das ganz leicht verspätet, weil nicht viel, ein paar Minuten. Und ja, zu Herr Wedek, naja, war eigentlich im Grunde genau wie Swiss. Herr Wedek Airways ist meine eigenständige Firma, also Swiss beauftragt die nur, diese Flüge durchzuführen. War trotzdem mal ganz interessant, mit denen zu fliegen. Sehr schade, dass das mit der E2 nicht geklappt hat, sondern nur halt die normale E1. Ja, das hätte mich halt sehr viel mehr gefreut, die mal auszutesten, aber hat ja leider nicht geklappt. Sowas kann immer wieder passieren. So, bin jetzt gerade noch auf dem Weg zur Gepäckausgabe und mal schauen, wie schnell es jetzt geht. Ich habe schon nachgeguckt, mein Koffer ist auf jeden Fall hier. Das ist schon mal das Gute. Ich habe nämlich den AirTag in diesem Koffer drin. Aber einfach um zu wissen, wo halt mein Koffer ist, finde ich ganz angenehm. So weiß ich halt immer, ob der mitgekommen ist oder halt nicht und im Notfall wo genau er ist. War zum Beispiel auch gestern hilfreich in Fiumicino. Da hat das Gepäck nämlich lange gedauert, aber ich konnte sehen, mein Koffer ist da. Also mal sehen, wie lange es heute dauert, bis er da ist. So, mein Koffer ist mitgekommen, ist alles leer geblieben und jetzt würde ich das Video auch beenden. Es war aber nicht so recht schnell, also die Koffer sind gerade rausgekommen, als ich hier hergekommen bin. Also heute lief es wirklich gut an mir und ja, dann hole ich bis zum nächsten Mal und dann sage ich Ciao aus Berlin.